Hallo, heute berechnen wir die Aufgabe 5 aus der Industriemeister-Basis-Qualifikationsprüfung Fach NTG aus dem Jahre 2014, und zwar dem Herbst. Da geht es um ein Hochregallager, in dem ein Teil eingelagert werden soll, und der Sachverhalt ist wieder in einer kleinen Skizze kurz beschrieben. Auf einem Hochregallager irgendwo hier oben soll ein 20 Kilogramm schweres Teil, M gleich 20 Kilogramm, über eine Höhe von 15 Metern, und meistens weiß man immer nicht so genau, wo man die Linien zeichnen soll, aber eins ist doch klar, diese Unterkante muss am Ende da oben liegen, also ist das auch die eigentliche Arbeitshöhe, das kann man schon sofort erkennen. H gleich 15 Meter angehoben werden. Für diesen Prozess sollen T gleich 15 Sekunden verstreichen, und das ist schon alles, was also in der Aufgabenstellung gegeben ist. Zur Frage A: Berechne die Lageenergie, also die potentielle Energie W-Pot oder E-Pot, wie man will. Aus der Formelsammlung bekommen wir sofort: W ist nichts anderes als Kraft.